Dieser Einblasttest ist so besonders, weil es das erste Mal weltweit ist, dass ein Hochofen, der sich in einem normalen Betrieb befindet, mit Wasserstoff betrieben wird. Wir haben heute zunächst an einer Blasform des Hochofens Wasserstoff in den Hochofen eingeblasen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Technologie jetzt weiter optimieren können. Das ist wahrlich ein Meilenstein, nicht nur für ThyssenKrupp, aber auch für uns. Das bedeutet nämlich, das gesetzte Ziel bis 2030 ca. 30% unserer CO2-Emissionen einsparen zu können. Technologien wie diese können und werden entscheidend dazu beitragen, das 2015 in Paris beschlossene Klimaziel zu erreichen. Wir bekennen uns zu diesem Ziel ganz eindeutig. Wir wollen ein industrieller Vorreiter beim Klimaschutz sein. Wir haben die Möglichkeiten dazu und gehen heute einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Und das wird nur gehen durch Innovation. Wir wollen aus Nordrhein-Westfalen Umwelt und Wirtschaft zusammendenken. Glück auf! Der heutige Tag ist natürlich sehr besonders. Es ist eine Weltpremiere. Wir Air Liquid arbeiten hier sehr stark mit ThyssenKrupp-Stil, sind natürlich weltweit genauso wie Sie auch engagiert. Sie wissen, dass wir heute Koks und Kohlenstoff in den Hochofen einbringen, der dazu beiträgt, dass oben CO2 rauskommt. Die Aufgabe des Kohlenstoffs, die kann auch von Wasserstoff übernommen werden. Und das ist genau unser Ziel, einen Teil der Einblaskohle zu reduzieren, gegen Wasserstoff zu ersetzen. Und dann kommt oben kein CO2 raus, sondern Wasserdampf. Wir lösen uns heute ein Stück weit vom konventionellen Weg und gehen einen neuen. Und das ist Neuland. Insofern, glaube ich, können wir schon sagen, hoffen wir, dass im Ruhrgebiet hiermit wieder mal was Neues entsteht. Es ist der erste Schritt, direkt Kohlenstoff zu vermeiden und damit CO2-Emissionen zu vermeiden, hin zu Wasserstoff. Und von daher ist er so elementar wichtig in unserer gesamten Strategie.